Rossmann hat rausgehauen und hat mal so diese Pflegelinie so ein bisschen überarbeitet, auch im Outfit. Also nicht alle Produkte sind neu, einige schon. Und ich stelle euch heute das Glycerin-Serum vor, wo ich glaube ich vor einem Jahr noch nicht wirklich dazu gegriffen hätte. Denn Glycerin war in meiner Vorstellung immer irgendwas Langweiliges. Und das habe ich heute noch so ein bisschen. Ihr kennt sicher noch den Hype ums Hyaluron und oh, das wirkt so toll. Das ist so der erste Inhaltsstoff, den ich vor Jahren kennengelernt habe, weil ich schon wusste, ich habe eine feuchtigkeitsarme Haut und ich muss ein bisschen in die Richtung gehen. Aber da waren in den Produkten, die ich verwendet habe, meistens dann so Naturkosmetik, Alkohol, Duftstoffe etc. Da war es dann eher fraglich, ob das irgendwie was bringt. Und dann habe ich die ersten Beiträge zum Thema Hyaluron gesehen, dass das halt gar nicht so geil ist. Und seit Leon eben seine Sachen auf Instagram hochlädt, der hat dann auch immer wieder gesagt, Hyaluron nicht so toll, Glycerin richtig gut. Dachte ich mir, ha, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, warum das so negativ für mich behaftet ist, wobei Glycerin mir noch nie irgendwie geschadet hat. Aber für mich war der Hype immer recht groß ums Hyaluron und recht gering ums Glycerin. Glycerin kommt jetzt erst so ein bisschen in der Skincare. Es gibt ein Serum, das gibt es bei Nishi Beauty Lab. Das ist mir fast nicht eingefallen. Glycerin-Serum und ansonsten kenne ich persönlich so in meiner Wahrnehmung habe ich dann keins mehr. Und dann hat halt Rossmann dieses Teilchen hier rausgebracht. Und es war für mich natürlich super interessant. Ich habe schon die ersten Stimmen von dem Serum abbekommen. Und zwar gibt es eben auch Menschen, die recht negativ auf so eine hohe Konzentration an Glycerin reagieren. Es ist halt immer so eine Sache, wenn du solche Inhaltsstoffe aufträgst und die recht hoch konzentriert sind, kann das eben auch für einige Leute daneben gehen. Ich habe ChatGPT dazu befragt, ob sie euch nicht mal eine Zusammenstellung von den Vor- und Nachteilen liefern kann. Es gibt Vor- wie auch Nachteile, denn die Leute, die eben eher eine empfindliche Haut haben, sollten tatsächlich mit Glycerin ein bisschen aufpassen. Und so wie ich schon gesagt habe, ihr müsst halt wirklich gucken, was eure Haut euch sagt, reagiert die und vielleicht dann wirklich auch zu einem anderen Produkt greifen oder das halt weniger in der Skincare einfach einbauen und einfach auch mal darauf achten, wo findet Glycerin in eurer Skincare schon statt. Denn hier hat man halt wirklich 15% und das muss man vertragen. Ich kriege Gott sei Dank keine verstopften Poren, meine Haut liebt das Zeug und ich möchte wirklich nicht untertreiben, aber ich mag es halt auch recht gerne, denn besonders wenn ich halt morgens wie auch abends dann eben meine Creme noch aufs Gesicht packe, da funktioniert es einfach, habe ich das Gefühl, in meiner Skincare funktioniert es einfach richtig toll. Und ich verwende gerade im Moment, ich habe keine mega krasse Routine. Meistens mache ich es tatsächlich so, Reinigung, das hier, Sonnencreme oder irgendwie eine andere Creme. Ne? Also je nachdem, ob ich morgens oder abends was zusammenstelle. Aber das ist meistens dabei und ich könnte mir vorstellen, dass ich das wirklich nochmal nachkaufe. Ich finde das Marketing drumherum halt echt toll. Ne? Also es ist denen wirklich gut gelungen, gerade das Hellblau und so. Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt, dieses Liquid-Zeug, also diese Nachmache vom Liquid Hydrator. Es ist ja eigentlich ein eigenständiges Produkt, aber das sah früher eher aus wie ein Desinfektionsspray. Und die Linien an sich von Isana, die waren jetzt auch nicht wunderbar designt. Jetzt macht es halt richtig krass was her. Das ist die einzigste Flasche. Ich habe jetzt aber auch das Bako Kihulma aufgemacht. Da ist es auch eine ähnliche Flasche mit so einem dicken Boden. Mein Niacinamid ist irgendwie in einer anderen Flasche. Verstehe ich jetzt auch nicht. Aber ich mag das richtig, dieses Minimale. Und wenn man hier die Flasche aufdreht, dann hat man so einen Abtropfschutz. Was dich so ein bisschen dazu zwingt, dass du die Pipette ganz rausziehst und dann eben reingehst und sie auffüllst. Weil das kann ich dir eh nie empfehlen, im Produkt die Pipette aufzuziehen. Denn du pumpst jedes Mal Luft rein und das ist nicht so geil. Wenn du besonders jemand wie ich bist, der ein bisschen mehr rumprobiert, dann hat man halt zum Teil eben
Produkte ja auch mal ein bisschen länger offen und du willst halt nicht, dass die Sachen kippen. Ne? Also von dem her, pump keine Luft in dein Produkt rein. Das wäre richtig, richtig toll. Mit 5,99 Euro bekommt ihr hier auch wirklich einen guten Preis. Es ist zwar über 5 Euro, aber ich habe ja ein Video über 5 Rossmann-Produkte unter 5 Euro gemacht. Also da fällt das leider nicht mehr rein. Aber ich finde so diese Umstellung von dem Design, von den Produkten zum einen richtig cool und das, was halt wirklich rausgekommen ist von den Produkten, finde ich auch richtig, richtig geil. Das ist mein Lieblingsprodukt zurzeit. Ich hoffe, das geht nie aus dem Sortiment. Und es gibt selten, dass ich mal sage, ich möchte ein Produkt unbedingt nachkaufen, aber das wird es auf jeden Fall sein, muss ich ehrlich sagen. Wie kommst du damit zurecht? Auch wenn deine Erfahrung komplett anders ist wie meine, schreib das gerne unten in die Kommentare, weil das hilft den Zuschauern, um abzuwägen, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht. Es ist nur wichtig, dass du dazu schreibst, was für ein Hauttyp du bist, vielleicht wie alt du ungefähr bist, dass man eben wirklich abwägen kann. Denn jede Haut ist anders und nur weil es bei meiner fettigen Mischhaut funktioniert, heißt es nicht, dass es bei deiner fettigen Mischhaut funktioniert. Also schreib gerne was dazu in die Kommentare. Ich melde mich schon wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Welche Produkte kennst du, die ich hier noch nicht vorgestellt habe? Schreib mir die gerne auch mal unten in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.